Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von Webnetic, The Snowman Story. Passend hier zur Weihnachtszeit, denn gestern war Heiligabend, liebe Leute, und da ist auch das Spiel erschienen zum Heiligabend ganz pünktlich. Und ja, das Ganze kostet 1,49 € im PSN Store. PS4, PS5, kein Cross bei 8-fach Platin möglich. Wenn ihr euch das Ganze noch im Asien, Japan und US-Store kauft, dauert der Platin etwa 3 Minuten und 71 Trophäen habt ihr bei dem Ganzen insgesamt. Also da solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen für 1,50 €, 71 Trophäen. Da kann man doch wohl nicht Nein sagen, liebe Leute. Starten wir das Game. Ganz simpel eigentlich. Wir fangen erstmal an, hier den X-Button zu smashen, liebe Leute. Und formen hier erstmal ein paar Schneebälle. Ja, in verschiedenen Größen, denn Ziel ist es hier, Schneemänner zu bauen. Ich glaube, irgendwas an die 700 oder so. Ja, deswegen formen wir jetzt erstmal hier ein paar Schneebälle. So, das sollte schon reichen, wenn ihr bei 60 seid. Dann drückt der R1. Und macht mit dem X-Button weiter. Ja. Jetzt bauen wir hier dementsprechend dann die Schneemänner. Ja, oben rechts im Eck, ja, wo die rote Zahl ist. Da seht ihr die Anzahl der gebauten Schneemänner. Wenn wir da genug haben, ja, was jetzt gerade schon aktuell der Fall ist, drücken wir das Touchpad und kaufen uns hier das erste Upgrade, Autobuilder. Ja, dadurch wird im Hintergrund weiter Schneebälle geformt. Ja, wir können quasi dann hier in diesem Titelbildschirm bleiben. Und im Hintergrund werden weiterhin die Schneebälle geformt. Wenn wir wieder genug Schneemänner gebaut haben, Touchpad und kaufen uns das nächste Upgrade. Ja, jetzt haben wir wieder weniger, aber dadurch bekommen wir mehr Schneemänner. Ja, durch dieses Upgrade. Dadurch ist die Platin natürlich dann dementsprechend schneller zu erhalten. Ja, wenn er die Upgrades halt nicht kauft, dauert es ein kleines bisschen länger. So, jetzt haben wir wieder genug, 120. So, damit haben wir alle Upgrades gekauft und brauchen jetzt eigentlich nur noch den X-Button hier in diesem Titelbild zu drücken. Denn auch im Hintergrund werden die Schneebälle ein bisschen schneller geformt. Ja, da haben wir jetzt wieder ein paar Stück dazu bekommen. Also es gibt ein bisschen mehr. Und mehr braucht er eigentlich im Prinzip nicht zu tun. Ja, das macht er dann jetzt einfach so lang, bis die Platin kommt. Wie gesagt, etwa 3 Minuten. Ja, roundabout. Ganz gechillt, ganz smooth. Ja, 71 Trophäen kann man kaum Nein sagen. Für den Preis ist vollkommen okay. So, da muss ich auf jeden Fall echt meinen Hut ziehen vor Webnetic, dass die da mit den Preisen echt immer konstant bleiben, egal was für ein Spiel rauskommt. Finde ich sehr, sehr nice. So, und da haben wir auch schon die Platin, The Snowman Story. 100% und damit, liebe Leute, verabschiede ich mich schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.